Hallo und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde, zu Dwarf Fortress, der Steam-Version. Ja, in der letzten Aufnahmesession hatten wir den Super-GAU. Ja, wir haben noch ein paar Prepared Meals, ist okay. Ja, viele unserer Zwerge haben den Tod gefunden. Das heißt, wir erweitern mal hier unser Burial-Bereich. Und da leider auch unser Leader, also ich, den Tod gefunden habe. Muss ich das automatisch machen? Stelle einfach mal ein paar Dutzend her automatisch. Habe ich überhaupt noch ein Steinmetz? Stone. Ich habe einen. Nö, ich hab keinen Steinmetz mehr. So, dann werden die Soldaten halt zu Steinmetzen mal. Wir haben Leute, die einfach depressed sind. Wir haben viel zu viele Tote. Wir haben jetzt einen Sheriff, der possessed ist. Der den Quartzwarfs Workshop besetzt. Of Color. Cloth Thread. Ein Shell. Shells haben wir, glaube ich. Shells haben wir keine. Worunter fallen die denn? Ah. Mal gucken, was haben wir so an Thread? Thread sollten wir eigentlich genug haben. Ja, Horse Thread, Cave Spider, Silkweb, Pigtail Thread. Haben wir alles rumliegen. Ja, unser tolles Barrow haben wir wieder abgerissen. Achso, die sind doch alle mit dem Station-Befehl beschäftigt. Dann heben wir mal die Befehle auf.
So, bin mal gespannt, wann da jemand anfängt zu arbeiten. Ja, Pickup-Equipment und so weiter. Wir haben keine Coffins leider mehr. Ja, kümmern wir uns darum, dass die, die gestorben sind. Noch ein würdiges Ende finden. Und dann werde ich, glaube ich, die Tunnel fluten und das Fort aufgeben. Ich habe eh gesagt, dass das unsere letzte Aufnahmesession ist, die jetzt mit einer Woche Verzögerung kam, weil ich einfach keine Zeit vorher hatte zum Aufnehmen. Entschuldigung dafür, aber... Ja, wir beerdigen die Zwerge, wir fluten hier einfach alles. Ja, die werden halt noch eine Weile beschäftigt sein, da unten alles zu bergen, habe ich das Gefühl. Naja, hat einfach keinen Sinn, in diesem verfluchten Fort weiterzumachen. Ich meine, wer weiß, wann das nächste große Problem kommen wird. Zum Beispiel, dass jetzt das Spiel anfängt zu laggen.
Inside interessant. Mein OBS sagt mir, wir haben eine CPU-Auslastung von 18%. Dwarf Fortress selber hat eine CPU-Auslastung von 26%. Okay, dann ist das, was da steht, die CPU-Auslastung von OBS. Der OPS. Aber trotzdem, 26%, das ist ein Witz. Bei meiner alten CPU, bei dem Spiel. Früher hat das Classic Dwarf Fortress hat da viel mehr in Anspruch genommen. High Doctor is visiting? Das ist auch was Neues. Ah, das. High Doctor. Folgen wir dir mal. Vengeful, okay. Also er ist rachsüchtig. Okay, mit wem will er reden? She felt fondness talking with her acquaintance. Okay. Jetzt ist sie uneasy, uneasy. Ja, ich habe keine Ahnung, was für ein Ziel sie hat. Die ist einfach in den Höhlen verschwunden. Okay. Warum nicht? Sowas hatte ich früher auch noch nie, dass sowas vorgekommen ist. Aber ja, ich muss ganz ehrlich sagen, da stimmen mir auch einige in den Steam Community Hub zu, dieses Spiel braucht unbedingt seinen Alarmknopf wieder zurück. Ja, für dich können wir leider auch nichts machen gerade. Cloth haben wir, Waff Color haben wir auch, aber keine Shell. Oh, Gems Shining? Was stand da noch? Waff Color? Cloth Thread? Waff Color? A Shell? Gems Shining? Cloth Thread? Waff Color? Hm. Aber soweit ich weiß, haben wir Cut Gems.
Gucken wir mal, was passiert, wenn wir Cut Gems machen. Nö, das bringt dann eben in ihm nicht viel. Eine Wild Force of Darkness. Yes. Das sind nur vier Stück. Das sind meine Speerkämpfer. Ihr dahin und ihr dahin. Also ja, Snatcher sind auch ein paar dabei. Oh, da sind ein paar mehr Crossbow-Männer als erwartet. Kann ich dir irgendwie sagen, dass du mit deiner Aufgabe aufhören sollst? Nö. So, ich habe hier neue Tomes. Irgendwer kämpft mit deinem Kind, wahrscheinlich der Hund mal wieder.
So, jetzt können die wieder alle an die Arbeit gehen in Ruhe, weil die restlichen Goblins sind hier draußen. Ach, einer macht sich jetzt mal die Mühe zu buddeln. Das ist gut. Wie viele Coffins haben wir mittlerweile wieder? Nur einen. Der Typ ist halt auch immer noch da.